Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. Wir sind mittlerweile in Kapitel 7 angelangt und es scheint weiter hinaufzugehen. Im Schloss der Vampire. Denn wir sind schon an einem Balkon angelangt. The butcher who commanded the castle kitchens fed the corpses of the dead to the ghouls. The efficiency of the Queen's household is formidable indeed. The vampires drain the blood and the ghouls feed on the remains. Nothing is left. Using his powers is making Gabriel far stronger than I anticipated. He will need more than physical prowess when he faces her. She can put a glamour upon his heart that will tempt him to forget everything he knows, even his beloved. She holds the next piece of the mask, and I fear that he will fall at the last. Ob das wirklich so ist, ob sie uns wirklich so einfach in das Licht führen können, wir werden sehen. Und hier oben schneit es und es ist kalt. Hört euch das mal an hier. Eiskalt. Aber Hauptsache die Kerzen brennen noch. Aber der Wind hier, ja, ist das schon ein bisschen kräftiger Wind. Also die Flocken, die gehen ja schon fast ziemlich waagerecht uns entgegen. Da müssen die Kerzen eigentlich ausgehen. Zumindest sehr stark flackern. Und diese riesigen Ritter hier stehen auch hier. Die haben wir ja schon vorher schon gesehen. Beim Weg hier raus kann ich die Kerzen einschauen. Und ja, was noch umgehen. Ach, da kommen schon Gegner. Hallo, Vampire! Hier, friss mal das hier. So, aufladen, aufladen, auf, damit wir immer wieder ein bisschen mehr Leben bekommen. So, wunderbar, haben wir das schon erledigt. Das war ja einfach relativ einfach. Vielleicht sollte ich den mal ganz lassen, falls wir noch welche brauchen. Man weiß ja nie. Das sieht aber schon beeindruckend aus, da hinten mit dem Vollmond. Uhuhu. Was, Moment, noch ganz zurück. Da hinten liegt einer, seht ihr das? Da hinten auf dem Balkon. Will er da irgendwie drauf kommen? Kann ich entlang laufen? Nein. Wow. Ja. Kameraschwenks einfach so ist nicht nie gut. So, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Kann ich einfach hier. Kann ich einfach hier hinspringen? Ja, jetzt halt dich doch mal fest, mein Freund. Ich kann gar nicht springen. Kann ich nicht so springen? Hä? Okay. Bevor ich da runterspringe, schaue ich auch erstmal hier noch nach, ob hier noch was ist. Versteckt. Nö, da ist irgendwas. Was ist das? Weiß ich nicht, wieder weg. Okay. Tschö. Was auch immer da war, ich bin wieder weg. Gefällt mir nicht. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich gehe mal hier lang. Da geht's wieder tot. Yay. Ach, ich kann. Das ist gar nicht so festhalten. Na gut, dann nehmen wir den richtigen Weg. Ach, da komme ich zur Leiche. Ja, also ich hatte gar nicht mal gewusst. Ich hatte wirklich, da ging es weiter runter. Aber nö. In Wahrheit ging es doch nur weiter. Na, lieber Freund, was hast du denn hier? Au, oh, ein Schattenstein. Oh, jetzt haben wir schon wieder eins voll. Oh, je. Das geht ja heutzutage richtig schnell. Die Schattenmagie ist mittlerweile ein bisschen immer schneller voll. Da finden wir irgendwie mehr als von den Lichtmagie-Steinchen. Kann ich eigentlich nachsehen, wie viel ich habe? Ja, ich glaube, im Startmenü, ne? Startmenü? Ja, Charaktere. Ach, wir haben ein paar noch gar nicht vorgelesen. Nämlich Vincent Darwin, ich glaube, das war der Abt. Die Abtei vom Wiegel war stets ein Ort friedlicher Besinnung gewesen. Die dort lebenden Menschen galten als große Gelehrte, deren wundervolle Manuskripte die Abtei zu einer Pilgerstätte machten. Der derzeitige Abt, Vater Dorin, war ein Geistermensch, der sich dem Studium der alten Texte widmete, die in den umfangreichen Bibliothek der Abtei aufbewahrt wurden. Lange Jahre kapselte er sich ab und wurde dabei halbblind und fast verrückt. Als die Vampire kamen, entdeckte er ein heiliges Relikt, das tief im Innern der Bibliothek verborgen war und die Kreaturen des Bösen fernhielt. Um die heiligen Bücher und sich selbst zu retten, verbannte er jeden aus der Abtei und sagte sich von den Seinen los. Er überließ ihren Schicksal ohne den Schutz des uralten Reliktes. Blödmann.
Laura. Das kindliche Äußere Lauras hat schon vielen das Leben gekostet. Die lange Zöpfe. Denn sie ist ein betrügerische, skrupellose Mörderin, die im Laufe der Jahrhunderte Scharen von Unschuldigen getötet hat, um ihren Blutdurst zu stillen. Obwohl sie den Körper eines Kindes besitzt, verfügt sie über die Gerissenheit und Intelligenz eines viel älteren Wesens. Sie kann besonders grausam sein, oft ist die Tötung ihrer Opfer für sie nichts weiter als ein Spiel. Doch wenn sie mit sich allein ist, denkt sie zurück an längst vergangene Zeiten. Zeiten der wohligen Wärme, als die wunderschöne Stimme einer Frau sie in Schlaf sang und sie im Dunkeln tröstete. Ein Leben, das vor langer Zeit verloren ging. Ja, eigentlich auch ein trauriges Schicksal für das arme Mädchen. Sie jetzt ja schon das Alter einer mehr als alten Frau wahrscheinlich genießt. Hallo! Lass mich raten, du bist so ein... ein wandelnder Umhang! Was ist doch! Warte mal gerade. Das ist lustiger und das Gute am Bestiarum. Wir könnten immer mal wieder schauen. Was das Ding eigentlich so für Schwächen hat. Wenn wir ihn denn finden. Schwertmeister, da ist er ja. Eigentlich gegen nichts. Nicht so wirklich, ja, ein bisschen. Aber das sollten wir doch locker zerfetzt kriegen, das Vieh hier. Das ist der. Wow. Ich kann nicht gesehen. Was hat er jetzt das gemacht? Hat der Rat das jetzt in den Boden? Wow, wow, wow. Ja, wie sie mit uns sprechen. Oder mit uns singen vielmehr. Oh, da kommt noch einer. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn wieder nicht gesehen. Ah, ich sehe ihn wieder nicht. Die sind echt fies, die Schwert. Ritter, die Viecher. Oh, verdammt. Die reagieren halt ziemlich schnell. Das ist das Problem. Die haben nicht so ein was Typisches wie andere Gegner, dass man kurz sieht, was die vorhaben. Die machen es einfach. Wie der hier. Und das kostet uns das Leben noch. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, mein Freund. So, mein Freund, für dich ist leider vorbei. Oh Gott sei Dank, da könnte er auch eins fallen lassen. Haha. Glück für uns, Pech für ihn. Wir sind fast tot, das gefällt mir gar nicht. Wir haben auch jede Menge Punkte, fällt mir so gerade ein. Die könnten wir eigentlich auch mal austauschen. Warte mal gerade, machen wir mal gerade. Talente. Reliktkräfte. Ich glaube, ich nehme hier schon mal das teuerste vom Heiligen Kreuz. Y und X gedrückt halten. Dann haben wir hier ein bisschen was mehr. Flammenklauen, was ist das nochmal? Sprinten und dann zuschlagen, ja. Ich blitze, glaube ich, eh nie. Kettenverschleiß. Nämlich wirklich aktiv ist, schalte die Kombo einen Käfig aus wirbelnden Ketten um sie herum. Während die Pfeile reingezogen werden, Schaden erleiden, wird die ihre Gesundheit regeneriert. Hört sich gut an. Neue Talente freigeschaltet. Wunderbar. Wie viele Punkte haben wir noch? 690. Oh, wir haben neue Reliktkräfte. Was haben wir denn jetzt hier neu? Oh, ultimatives Licht. Ach du Schande. Halte deinen linken Bumper gedrückt, um den ultimativen Lichtmodus zu aktivieren. In diesem Modus drehst du dich ständig und greifst alle Fallen um dich herum an. Mit dem linken Stick kannst du die Drehungsrichtung ändern, um so groß wie möglich Schaden zu verursachen. Behalte aber dein vorrangiges Licht bei dir. Oh gut, das hört sich sehr krass an, wenn ich das mal so sagen darf. Was haben wir hier drin? Noch neues? Blinkt doch irgendwas. Ach, ein Kettenbarriere-Upgrade, okay. Ja, im Moment brauche ich vor allem viel Lichtmagie. Kann ich hier nicht umhauen hier? Ach, hier geht's hoch. Okay. Also da geht's nicht weiter, aber da geht's hoch. So, ist doch die Gefahr, dass ich irgendwas vergessen habe? Nö, außer dass wir aber hier durch die Wand gucken können. So ein Brunnen wäre jetzt echt nett. Ja, kann ich ihn erreichen, das sehe ich mal. So, aber hier ist doch bestimmt noch was. Nein, natürlich nicht. Oh Gott, ich muss mal gar nichts. Einen Moment. So, Nase wieder frei. Und Gabriel kann natürlich weiterklettern. Entschuldigung, dafür mal gerade. Aber warte. Hat man halt so Phasen, da muss man einfach mal niesen. Da wird es runtergehen.
Da liegt noch einer, das ist gut. Ach, hier brauchen Schlüssel wieder. Mal wieder ein Schlüssel oder eine Schriftrolle hier. Unsere Schriftrolle. Ich habe versucht, mir einen Überblick über die Größe der Burg zu verschaffen. Sie ist wahrlich riesig. Der dunkle Fürst, der hier herrscht, ist gut geschützt. Und ich fürchte, dass keiner aus der Bruderschaft je nahe genug an ihn herankommen wird, um ihn herauszufordern. Es ist kalt hier und der Wind geht einem durch Mark und Bein. Ich kann von Glück sagen, dass man mich bislang nicht entdeckt hat. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch so bleiben wird. Zack, heißen wir auch mal ein. Das Tor ist natürlich zu, wir können also nur nach unten. Dieses komische Kind da, was sie in den Armen halten. Schrecklich. Ist hier was drin? Kann ich was sehen? Nee, sehen können wir nichts. Ich weiß nicht, ob wir das Ding einreißen können. Schaut erstmal ja nicht so aus. Gut. Ah, hier können wir rein, okay. Kann ich nicht ans Fenster rein? Doch, oh, da liegt sogar einer. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, ich sag doch oh oh. Oh oh. Oh oh. Checkpoint, euch dachtet. Oh oh. Ach, das war ja so klar von euch, ihr. Die können wir durch mein Schild durchboxen hier, ihr Säcke. Da, einer ist weg. Einer ist weg. Einer bleibt weg. Oh. Oh, Hilfe. Ich hasse diese Viecher. Wenn es ein Gegner gibt, den ich hasse, dann sind es diese Viecher. Und wie ich euch hasse. Mann, jetzt haben wir schon wieder nicht viel mehr als das hier, aber immerhin. Immerhin ein bisschen was haben wir jetzt. Okay, da unten ist immerhin ein so ein Typ. Und den möchte ich mir auch schnappen, möchte ich mit denen. Mensch, die Schwertgeister, die sind echt fiese Gegner, das sage ich euch. Könnt ihr mal hier rauf, bitte? Also von allen Gegnern, die wir haben, sind das bis jetzt die absolut abgrundtief fiesesten, die ich abgrundtief hasse. So, ich weiß, ich soll eigentlich darauf, aber ich gehe nochmal hier rein. Ich weiß, ich verschwende die jetzt. Aber... Schon wieder! Das Blöde ist, dass wir natürlich wieder oben auskommen und da habe ich absolut überhaupt keinen Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Weißt du was? Ah, verdammte Faxenviecher! So. Ah, verdammte Heiz! Ah. Idee war cool, aber schlapp ich in der Ausführung. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, warte mal gerade. Das machen wir nochmal von vorne. Das hat überhaupt nichts gebracht gerade. Ihr seid so ekelhafte Viecher. Geht ihr wandelnden Bettlaken. Ihr wandelnden Bettlaken! Wandelnde Bettlaken! Okay, einer ist weg! Komm her, mein Freund! Wandelndes Bettlaken! Jetzt ist Schluss mit wandelnden Bettlaken! Ja, ja, ich verschwende das jetzt alles, ist egal. Komm her, du wendeles Bettlack!
Bettlaken. Ja, Bettlaken. Bettlaken ist weg. Das hat dieses Mal wesentlich besser funktioniert, glaube ich. Das war eine Bettlaken. Hat alles fallen gelassen, das Bettlaken hier. Ich hätte sogar den Kristall benutzen können. Sogar den Kristall hätten wir locker nutzen können. Aber nein, wir haben nicht benutzt. Ist auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich meine, deswegen finde ich ein bisschen overpowered und da möchte ich es nicht unbedingt so oft einsetzen, finde ich. Wirklich in absoluten Notsituationen können wir das Ding einfach ruhig mal einsetzen, aber so. So. Ich weiß nicht, ob du der Einzige bist, aber das Gute ist, hier können wir wenigstens in Ruhe unser Leben, glaube ich, wieder aufsammeln, oder? Ja, du einfach kriegst du mich nicht, mein Freund. Ich weiß, was du vorhast. Da ist eine Flasche. Hey, jetzt über zwei Flaschen, deswegen nehme ich die auch. Aber die sind beide verschwunden. Beide weg! Ach man, wir waren zu langsam. Na gut. Laden wir uns mal wieder auf, dafür ist das Ding ja da. Der Kristall ist bereits vollständig. Ja, das weiß ich. Ich wollte ihn auch nicht wieder vollständig machen. Nur eine Schriftrolle. Toll. In dieser Burg haben ein schreckliches Experiment stattgefunden. Die Leute erzählen sich vom Uhrwerkmechanismen, die sich aus irgendeinem Grund immer wieder drehen. Und von seltsamen Apparaten, die durch die dunklen Gänge streifen. Schlagen ihr auf Blitze ein. Ist es etwa das, was diese Dingern Leben einhaucht? Ist die Burg etwa ein riesiger Blitzableiter für die enormen Mengen an Energie, die nötig sind, um diese unheiligen Abscheulichkeiten wiederzuwecken und die Experimente durchzuführen, in denen sie geschaffen würden? Was erwartet uns wohl noch hier? Es scheint nichts Gutes zu sein. Ich möchte hier neben rein. Sehe ich jetzt schon. Gott, ich bitte dich irgendwie... Hä? Hallo? Ah, jetzt. Warum hältst du dich nicht fest? Aha. Geh doch. Hier ist nämlich noch ein Fenster zum Reinklettern. Das hätte man es sich nicht erdenken können. Ist hier noch irgendwas an der Seite? Nee. Am Rondelein ist nicht mehr. Ah, nein. Na, toll. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Oh, verdammt, jetzt bin ich da fest. Ich hätte das, die Lichtenergie bewahren sollen, die Energie, Lebensenergie. Ich sehe das. Teilweise sieht man es echt schlecht. Sie soll man sieht teilweise echt schlecht, was sie vorhaben. Oh, das, hier kann man echt schlecht ausweichen. Das ist ein bisschen im Takt weiter. Oh, 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 oh. So, einer ist weg. So, jetzt ist nur du da, mein Freund. Komm, hör auf zu. Ja! So, auch weg. Und er lässt den Schlüssel fallen. Und wir bekommen davon wieder eins. Und davon und davon und davon. Wunderschön. Schlüssel! Und ein Lichtkristall haben wir auch bekommen. Sehr nett. So, schauen wir irgendwas hier noch aufsammeln können. Haben wir noch alles? Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal hier hinkommen. Oh, die ganzen Kerzen hier. Sieht aus wie so ein Betaltar in der Kirche, wie es den gibt. Mit den Kerzen und wir haben fast in unseren Tod gestürzt. Aber nein, sowas darf der liebe Gabriel ja nicht tun. Wir brauchen ihn noch. Mach's halt so, ist mir auch egal. Liebe Freunde, vor uns erwartet uns ein Tor. Ein Tor ins Ungewisse. Geht's dort hinein in die Burg? Ich weiß es nicht. Und damit dieser Level schon beendet wäre. Ein riesiger Raum erwartet uns hier drin. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, was dieser Raum noch alles für uns verbirgt, außer der Leiche, die dort hinten drauf liegt. Und die ganzen Ratten, die hier rumlaufen.
schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Von Castlevania Lords of Shadows. Bis dahin, einmal ciao, ciao.